Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Heute habe ich wieder einen kurzen Basteltipp für euch. Und zwar habt ihr vielleicht schon gesehen, ich benutze in letzter Zeit öfters diesen EZ-Runner Grand mit permanenten doppelseitigen Klebeband. Das ist aber ein geriffeltes Klebeband, was also schon zwischendurch einmal geschnitten ist, wie ihr seht. Ist also kein durchgängiges Band. Man kann dieses Band für Klebearbeiten in verschiedene Art Es nehmen. ist auf jeden Fall auch Scrapbooking geeignet und für Papierbasteleien, für Kartenbasteln und so weiter und so fort. Was ich sehr schön an diesem Kleberoller finde, ist, dadurch, dass der perforiert ist hier, kann man mit denen nicht nur gerade kleben, so, sondern er klebt auch in der Kurve. Wie ihr sehen könnt. Das heißt, wenn ihr mal Kreise oder abgerundete Sachen habt, könnt ihr trotzdem mit diesem Kleber arbeiten. Was ich noch sehr schön finde, ist, bevor dieser Roller leer geht, kann ich einiges kleben, weil, wie ihr seht, hier sind 45 Meter drauf und später ist er dann natürlich wieder auffüllbar. Ein anderer Vorteil von diesem Kleber ist, ihr könnt sehr schön emboste Bordüren damit machen. Dafür klebt ihr einfach erstmal ganz normal euren Kleber auf. Dann faltet ihr ein Blatt. Nehmt ein Embossing-Pulver eurer Wahl. Jetzt habe ich hier mal goldenes genommen. Streut das über. Das schaut jetzt so aus. Jetzt nehme ich meinen Heißluftföhn. Und wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich eine wunderbar strukturierte Bordüre für verschiedene Papierarbeiten gemacht. Ist natürlich ein sehr schönes Highlight auch für edle Karten, wenn man das in Gold oder Silber macht. Natürlich könnt ihr auch farbiges Embossing-Pulver nehmen. Ja, das war mein heutiger Bastelmaterial-Tipp. Das darf auf jeden Fall in meinem Atelier nicht mehr fehlen. Ich sag bis zum nächsten Mal, eure Tanja.